Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei einer wundervollen neuen Folge. Wir sind beim Witcher 3 und es geht endlich nach Skellige. Wir lassen jetzt mal die ganzen Schatzsuche-Quests und so weiter. Lassen wir jetzt mal, ne? Das gibt eine Flut. Ein Blick sagt mir schon alles. Okay. Was sagt denn ein Blick über mich? Schauen wir mal. Wer ist der Kapitän dieses Schiffes? Steht vor dir. Okay. Ei, das tut sie. Ich, eine Frau, bin Kapitän. So ein Scheiß, nicht wahr? Warum? Machen dich deine Brüste unfähig, Kapitän zu sein, oder was? Ist doch scheißegal, ob du jetzt oben mehr hast oder unten mehr hast. Ist doch vollkommen Rille. Hauptsache, du kannst ein Schiff steuern und hast deine Mannschaft im Griff. Irgendwas. Ich muss nach Skellige. Nicht mit diesem Boot, mein Freund. Ich zahle gut. Die Inselbewohner leben vom Plündern anderer Schiffe. Will das nicht riskieren. Schon mal dorthin gefahren? Hör zu, die Inselbewohner greifen alle Schiffe an. Wenn sie jemanden hassen, Nilfgaard zum Beispiel, greifen sie noch öfter an. Aber nicht so viel öfter, um die Wahrheit zu sagen. Haben uns einmal geentert. Wollten wohl sehen, ob ich auch die Eier eines Kapitäns habe. Nach diesem Spaß will ich nichts mehr mit Skellige zu tun haben. Du hast sogar noch viel mehr Eier als so mancher Kapitän. Aber klar, ne? Du willst deine Mannschaft nicht riskieren und nicht aufs Spiel setzen. Vollkommen in Ordnung. Dann gehen wir halt hier zum nächsten Boot. Das gibt eine Flut. Matrose. Matrose, Matrose. Matrose. Ah, Hauptmann Wieglatt. Dann reden wir mal mit dem. Bist du der Kapitän dieses Kahns? Was schert dich das? Ich will dieses Schiff mieten. Wie viel muss ich dir geben, um das Schiff zu mieten? Die Völkerfrieden ist nicht zu vermieten. Der Schiffseigner braucht sie. Kann mich irgendwer in Novigrad nach Skellige bringen? Du suchst also einen Irren? Ei. Wolfstein, Spitzname Flachmann, frag im goldenen Stör. Oh, nee. Der Kerl ist ein Ziegenficker wie die Skelliger. Verstehen sich bestimmt gut. Aber können wir jetzt mal aufhören mit diesem ganzen Scheiß Rassismus? Was soll denn der Mist? Ja, Leute, Leute, Leute. Kann ich dir irgendwas klauen für diese Grütze, die du jetzt hier vom Stapel gelassen hast? Jetzt sag nicht, dass wir jetzt in den Stör müssen. Dann müssen wir für den wieder irgendeine Questreihe machen. Nur damit er uns jetzt hier irgendwie nach Skellige bringt. Und dann ist das wieder so ein Unterfangen von einer halben, dreiviertel Stunde oder zwei Stunden oder fünf Stunden. Aber ich hoffe nicht. Ganz geht doch einfach weg. Da, Kapitän Wolfstein, da. Bist du Wolfstein? Da ist es. Kapitän der Atropos? Was ist? Ob ich Atropos, Captain der Wolfstein bin? Genau der. Keine Ahnung, Mann. Ich muss nach Skellige. Meine Atropos und ich, wir setzen bald Kurs auf Art Skellig. Hab Getreide an Bord. Ist aber streng gehalten. Oh ja, das ist gute Getreide. Ja, ja, das darf keiner wissen. Hast du genug Geld? Ja, Mann. Wir hatten keine 1000 Kronen, klar. Hier, reicht das? So schwer wie ein Bullensack. Wann segeln wir los? Jetzt! Sofort! Bist du wirklich bereit? Du kannst ja kaum stehen. Pass auf, Römme. Kapitän Wolfstein segelt niemals nüchtern. Die See schwappt in die eine, Wolfstein in die andere Richtung. So wird man nicht seekrank. Ja, geiler Trick! Zum Ablegen? Ja, ja, hau rein, endlich! Komm. Dann mal los. Erst müssen wir was trinken. Auf den Wind, aufs Glück. Und auf meine starke Atropos. Oh, rein. Mich dünkt, der gute Graf wird langsam etwas ungeduldig. Ach Quatsch, wie kommst du denn darauf?
Boah, geiles Bild. Alter, auch wenn das gerade nur ein vorgerendertes Video ist, aber Alter, war das geiles Bild. Ja, erstmal hin. Wir haben uns etwas Ruhe verdient. Endlich mal schlafen, nicht auf der Straße hocken. Endlich Ruhe. Och nee. Was ist denn jetzt schon wieder? Headshot. Warten wir da ausschalten hier. Tod gegen Tod? Okay, alles klar, machen wir. Hä? Hurensohn ist doch schon lange tot. Sowohl so wie du als auch so. Scheiße. Das hat ja super geklappt. Skellige! Einige Stunden später. Ah ja. Hey. Steh auf, du V-Pelz. Da steht Plätze übrigens. Na, Finger weg. Warum steht da Plätze einfach so am Strand? Verschwinde, oder ich töte dich. Ich habe keine Angst vorm Sterben. Ich bin also auf Art Skellig gelandet. Wie hast du es rausgefunden? Du trägst die Farben des Clans Ankret. Ihm gehört Art Skellig. Du warst auf der Atropos, oder? Ja, ich dachte, der Kapitän hätte eine Vereinbarung mit euch. Mit uns? Wen meinst du? Hat er wohl eine Vereinbarung mit Lugos? Aber mit Krach? Nein. Hätte er aber brauchen können. Ausländische Schiffe sind in diesen Gewässern nicht willkommen. Was ist mit dir? Was willst du hier? Ich muss eine Zauberin treffen. Jennifer von Wengerberg. Sie müsste auf Art Skellig sein. In Caer Trolde gibt's eine Hexe. Krachs Gast. Vielleicht ist sie es, die du suchst. Wahrscheinlich. Höre ich da einen Anflug von Verachtung? Gute Ohren. Die Leute sagen, dass diese Hexe Krach um ihren Finger gewickelt hat. Kommandiert jeden herum. Gemein ist sie dabei. Wie es für Hexen üblich ist. Ach, können wir gerade mal die Musik im Hintergrund... Oh. So geil. Der Sky Pet the Dongo! Die Emojis sehen gut aus. Du hast sie gesehen? Weißt du, wie sie aussieht? Ja, schwarz-weiße Kleider. Wären nicht ihre Titten, sähe sie wie ein gestrandeter Wal aus. Auch die, die eine Frau in ihr sehen, würden sie am liebsten wieder zurück ins Meer schubsen. Titten oder nicht? Ja, wie gut. Jennifer ist nicht so übel, wenn du sie einmal kennengelernt hast. Ich nehme dich beim Wort. Du kennst den Weg nach Caer Trolde? Naja, aber finde ich schon. Genau. Geh nach Norden, dann nach Westen zur Bucht, bevor du zur Brücke kommst. Mhm. Du findest den Jarl heute im Hafen. Deine Zauberin müsste auch da sein. Okay. Danke. Mach's gut.
Oder? Also das Original von Michael Jackson. Kann ich dir helfen, Kollege? Guck mal. Ja, so, jetzt schaffst du es selber nach Hause, okay? Boah. Warte mal. Es ist... Oh. Alter. Und das... sind die Maps... ins Gellige. Ich glaube, wir haben das ein oder andere vor uns. Gut. Ah, da sind wir. So, da müssen wir natürlich erstmal gucken, ne? Ist klar. Guck mal, da drüben haben wir was. Das Medaillon gekriegt. Das muss ein Ort der Macht sein. Ah ja, eine Sirene. Ist er weg. Weg, Sirenen. Aber jetzt echt Sirenen-Stimmbänder? Haben wir die jetzt echt, ja? Mist. Na gut, dann die holen wir uns gleich noch. Erstmal schön ins Wasser knien. Genau. So muss das. So, was haben wir denn hier noch? Ich meine, ne, wir haben einen Frack. Also nicht das Kleidungsstück, sondern ein Schiffsfrack. So, okay, jetzt darfst du es wegstecken. So, ach, guck mal, gut. Na, das ist ja schön. Okay. Skellige, Geschichte und Geografie. Gesellen, ja, Anfänger. Okay. Wir haben gerade ein Buch bekommen, ja. Wir müssen uns auch hineinlesen. Skellige, als politische Einheit umfasst das namensgebende Archipel mit 20 Inseln. Die größten Inseln sind Ark Skellig, Anskellig, Undvik, Farel, Speakerork und Hindarsfjall. Ursprünglich waren diese Inseln von unabhängigen Clans besiedelt. Diese taten sich jedoch später zusammen, um der wachsenden Bedrohung durch Barbaren sowie den aufstrebenden Kontinentalmächten zu begegnen. Skellige wurde dann zu einer elektiven Monarchie, regiert von einem König, der unter den Jarls, den Clananführern, ausgewählt wird. Der aktuelle Anführer der Skelliger ist Bran vom Clan Tyrsech. Bemerkenswert ist der Umstand, dass im Gegensatz zu den Königreichen auf dem Festland in Skellige jeder Einwohner ein Bürger ist und unabhängig von Stand und Beruf und Besitz über die gleichen Rechte verfügt. Angesichts des felsigen, kargen Terrains und des unwirtlichen Klimas bestreiten die Skelliger ihr Auskommen hauptsächlich durch Fischerei, Seehandel und Plünderung. Letztere erfolgen zwar überwiegend durch Männerhand, doch auch Kriegerinnen sind auf Skellig nicht unbekannt und sie können sich in Sachen Tapferkeit und Fähigkeit mit ihren Brüdern und Vätern messen. Skelliger glauben, dass jeder der Herr seines eigenen Schicksals ist und Freya nur die inneren Veranlagungen eines Menschen berücksichtigt, wenn sie sein Schicksal bestimmt, nicht jedoch äußerliche Merkmale wie Status oder Geschlechtszugehörigkeit. Die scheinen sehr weit zu sein, das finde ich sehr gut. Fortschrittlich. Wunderbar. So, warte mal, wir waren hier drüben noch nicht. Das finde ich sehr, sehr gut. Freue ich mich. Okay, das sieht schon mal schick aus. Was hatten die denn schon wieder alles mit dabei? Ein Monsternest. Okay. Abgeschlossen.
Unsere eigene Kajüte, wo wir waren, ist abgeschlossen, ja. Muss ich nicht verstehen, glaube ich. Aber ein vielleicht finden... Versteck. Ich muss es zerstören. Ja, dann zerstör mal. Komm mal rein hier. Kommen wir vielleicht noch... Also finden wir vielleicht noch irgendwie die Leiche von... dem, der da so... Hey, was ist denn hier los? Jetzt hier noch Sirenen oder was? Da bist du. Ist das eine Erin? Was ist das? Eine Ekida, okay. Das weiß ich nicht, was das ist. Schade. Ich dachte vielleicht, jetzt kriegen wir endlich das Irynien-Auge, damit wir eigentlich diesen einen blöden Trank machen können. Aber anscheinend nicht. Die reden Stimmbänder. Weißt du? Schön, schön, schön. Überlegener Schneesturm, sehr schön. Edelhydrat. So, dann gucken wir doch gleich mal, ob wir den Trank nicht mal machen. Ach, nee. Dahin, dahin. Oh, was brauchen wir denn? Eine weiße Möwe und ein Rebis, dann machen wir das doch gleich. Ihr kennt mich, ich muss die Sachen immer gleich machen, wenn es geht. Damit ich dann einfach weiß, was ich noch sammeln muss oder halt eben nicht sammeln muss. So, so wie sieht's hier aus? Schräges Heck. Ich würde am liebsten jetzt einfach auch erstmal ein paar Minuten einfach die Klappe halten, ne? So schön, wie die Musik hier ist. Okay, es ist, gefällt mir schon mal sehr gut, weil wir hier die ganze Zeit jetzt schön looten können. Und da bin ich immer dafür zu haben. Dragonitenleder, sehr gut. Da hätte ich das zuletzt ja gar nicht kaufen müssen unbedingt. Hm, naja. Lieber man hat, als man hätte, ne? Okay. Nicht zu verwechseln mit Hornbach, ja? Ja, yippie, yippie und sowas. Schaffst du heute noch, oder? Ach klar, logisch, unbedingt. Mahakama Hose. Ah, ist eine schwere Rüstung. Und die ist halbwegs okay, tatsächlich. Aber ne, wir behalten unsere leichte Rüstung. Ihr wisst warum. So. Alles klar, dann rüsten wir jetzt die aus. Das ist sehr gut. Deswegen haben wir sie mit. Und haben sie nicht abgelagert. Oder eingelagert. Je nachdem, wie man es bezeichnen möchte. Also ich will auf jeden Fall jetzt erstmal hier noch ein bisschen das Zeug zusammensammeln. Weil wir kennen einfach den Witcher, das ist... Hier gibt es halt immer wieder was zu entdecken und man muss immer wieder gucken und ansonsten verliert man dann so ein bisschen... wichtige Sachen. Ein Ort der Macht. Hey, gibt's immer noch so viel. Das ist krass. Aber ohne Mist, ich freue mich, dass wir jetzt hier sind. Wirklich. Also, das andere war schön und auch das alles so durchzumachen nacheinander. Das war alles super, alles gut. Und auch schön, dass es so viel gibt. Und trotzdem, dass es häufig so ziemlich dasselbe oder das ähnliche gleiche war, war es trotzdem schön, das zu machen. Es hat mich jetzt nicht irgendwie negativ beeinflusst oder irgendwie gesagt, oh, doof. Das nicht.
Aber es ist trotzdem schön, auch mal wieder woanders hinzukommen. Von daher finde ich cool. Und freue ich mich. Was haben wir denn hier? Was bist du denn für einer? Also unser Wolfenstein oder so? 1000 Kronen! Geil! Sehr schön. Ich meine natürlich, ach schade, dass du auch nicht überlebt hast. So, bevor wir jetzt hier weitermachen, ne, gehen wir noch mal kurz an der Küste lang. Und dann schwimmen wir vielleicht auch mal noch ein kleines bisschen raus. Nicht, dass die Spieleentwickler sich gedacht haben, so, ja, belohnen wir doch mal die Leute, die ein bisschen über ihre Nasenspitze hinweggehen. Ein bisschen weiter gucken. Man kennt sie ja, die guten Spieleentwickler. So, also das sieht hier erstmal alles gut aus. Das nehmen wir mal noch mit. Zornblatt. So, ansonsten gab es hier erstmal nichts mehr. Oh, da ist noch ein Türchen. Ist das so? Na? Na? Was? Ah ja, alles klar. Sprengen. Ein Sprengfass. Du bist doch auch bloß irgendwie so Moos oder ähnliches, ne? Ja, oder Hornblatt. Ja. Krass, wie weit das geht. Aber das sieht hier nicht danach aus, als wenn es noch was Interessantes gäbe. Schade. Das finde ich wirklich schade, vor allem, dass man eben nicht in diesen einen Raum noch reinkommt an Bord. Finde ich ja mal echt tragisch. Ich meine, vor allem, das war ja eigentlich unsere Kajüte, oder? Habe ich das falsch verstanden? Hm. Na gut. Ja, da haben wir zumindest erstmal kein Geld verloren und haben trotzdem die Passage hier geschafft. Das ist doch super. So, ich guck nochmal. Nicht, dass wir jetzt irgendwas aufgesammelt haben, was ich... Nee. Vor allem kommt auch nicht, es wird ein Schlüssel benötigt. Also, da haben wir wahrscheinlich einfach keine Chance. Gut. So schön, die Musik. Ah. Ja, so. Wenn man sich so die Sachen anguckt, gerade hier oben, ne, kommt man so ein paar leichte God of War-Anwandlungen. So, dann würde ich, wenn wir mal auf die Uhr gucken, würde ich sagen, wir gehen dann als... Ja, lass uns mal als erstes wirklich dorthin gehen, wo wir hin sollen, ne? Zu diesem werten Herren, der uns schon erwartet. Weiter so, Plätze. So, ja, okay. Wir können dann hier noch genug erkunden. Jetzt lass uns erstmal dorthin rennen. Wo wir hin müssen. Halt! Pass bloß auf, Fremde. Mach ich. Was ist hier schon wieder los? Ach, echt jetzt? Wie
Bienen. Ein Bienenschwarm. Ich dachte, ich hätte gerade noch Igni ausgewählt, aber nein, anscheinend nicht. Geralt! Man musste natürlich erst noch deine Umbringen-Animation noch fertig machen, ne? Während neben dir das Fass anfängt zu brennen, du Kloppo. Schön. Das haben wir ja wieder. Du willst mich doch verarschen, oder? Echt jetzt? Was haben wir denn jetzt nun gelootet und was nicht? Achso, aha, alles klar. Ah, Entschuldigung, da müssen wir wohl noch mal lang. Gut. Ich beeile mich. Ich weiß ja jetzt, wo ich lang muss. Und wo es was gibt und wo nicht. So, Moment, jetzt wählen wir gleich mal Igni aus. Ist noch irgendwas gespawnt? Ja, zur Not laufe ich hier nochmal hin, wenn wir fertig sind. Es ist verwirrend, dass der manchmal noch anzeigt, so, ja, hier, guck mal. Da ist ja noch was. So wie hier. Und dann ist da ja gar nichts mehr. Nun gut, so sei es. Ja, wie gesagt, ich kann ja dann noch mal in der Woche oder sowas hierher schwimmen. Na komm. Na Mensch, da habe ich ja wieder, ne? Total doll alles gemacht. Ja, ihr seid's doch nicht anders gewohnt von mir. Deine Axt. Oh, das ist lieb von dir, danke. So. Eine Herde Geißböcke soll. So, warte mal, ich muss ja. Der Trank ist ja schon wieder alle gewesen, ne? Gut, ich muss mich, glaube ich, nicht wundern. Das Spiel war auf irgendeine interessante Art und Weise der Meinung, ich müsste hier 0815 Kackwaffe ausgewählt haben. So, geht das schon viel schöner. Hallo, ich habe hier nur den Müll rausgebracht, ne? Kein Stress, alles gut. Da hinten sind doch schon wieder Malereien, die was von Ciri und ihrem Pferd und sowas erzählen. Das ist doch schon wieder furchtbar. Könnt ihr doch nicht mit mir machen. Hier, da. Das sind Ciris Eltern. Da oben ist die Ciri mit. Da ist ihr Pferd.
Das war schon wieder absolut... Oh, das ist geil. Gut, okay. So, keine versteckten Schätze hier. Einfach nur ein paar räudige Banditen. Na, plötzlich hast du hier oben Freunde gemacht. Hast du einen Pferdefreund gemacht? Ist ja schön. Geil sieht denn das bitte schon aus. Na gut, okay. Ja, das mache ich schon weiter. Sie muss zum Bekenntnis fertig sein. Sonst schickt Graf uns mit Bahn auf die Reise. Zeit, dass sich jemand ich versuch's ja. Kümmert. Ich möchte wissen, wo Sie sie aufstellen. Schon versucht. Am Strand bei Larvik. Bestattung? Was? Kommen wir hier zu einem Begräbnis oder was? Warum kann ich heute nicht spielen, Papa? Wir müssen zum Hafen und König Bran verabschieden. Zum Spielen ist heute nicht die Zeit. Was? König von Skellige? Das weiß noch keiner. Aber die Blätter werden dafür sorgen, dass es ein würdiger Nachkommen ist. König Bran ist gestorben? Achso, dürfen wir ja eigentlich einfach klauen? Vielleicht will er auch einen Schiff erneuern. Tut mir leid, dich zu belästigen, aber ich habe keine Wahl. Worum geht's? Mein Schiff ist beim letzten Sturm auf die Felsen aufgelaufen. Ich habe alles verloren. Wie soll ich dir da helfen? Ich habe nicht mal das Geld für die Heimreise. Und mit jedem Tag Verspätung bin ich näher am Bankrott. Ich hätte mir denken können, dass es um Geld geht. Willst du also einen Kredit oder Almosen? Ich werde es dir bis auf den letzten Kopper zurückzahlen. Ich schwöre. Du musst mich nur in Novigrad besuchen. Klar. Die 150 können wir uns leisten, wenn es Verlust sein sollte. Und wenn nicht, da haben wir jemandem geholfen. Und Geralt hilft. Oft und gerne. Und viel. Also, bitteschön. Gut. Ich helfe dir. Ich bin oft genug in Novigrad. Da komme ich mal vorbei und schaue, wie deine Geschäfte laufen. Danke. Du findest mich im Hafenviertel. Johann Bohner heiße ich. Bis dann also. Bis dann, Johann. Ich komme mal vorbei. Ah, schön. Und die erste Quest schon erledigt. Ach, ist das nicht toll. Es ist so gut, wenn man zu helfen. So, dann... Woher soll ich denn wissen, dass ich das nicht darf? Die ganze Zeit darf ich das und jetzt auf einmal nicht. Diese hatte einen großen Teil des Waldes zerstört und schien mit Ciris Auftauchen in Zusammenhang zu stehen. Diebstahl ist bad, okay. Anhaltspunkte über Ciris Aufenthaltsort zu finden. Na ja, ne, hör. Aber sehr elegant, wie wir da runterstürzen. Muss ich schon sagen. So. Dem Typen haben wir jetzt aber schon geholfen, ja? Stehlen war halt nichts. Unsere Zeit bei den Lebenden ist nicht mehr als ein Wimpernschlag. Was bleibt am Ende von uns übrig?
Ihr Liebster? Das ist eine schöne Tradition. Das finde ich wirklich gut. Das musst du nicht tun, Kind. Ich weiß. Ich möchte es aber. Was tust du? Du willst doch... Nein. Wie grausam. So ein junges Mädchen. Birna sollte es sein, Didit. Sie haben ihr Bett länger geteilt. Stehen. Das ist ihre Entscheidung. Ich find's krass, wie viel Respekt das gerade wieder ist, ne? So für Traditionen, für Menschen an sich. Und vor allem wiederum für respektvolle Traditionen. Nicht einfach Tradition der Tradition willen, sondern... Wartet in Kaer Morhen hin, Yennefer, weißt du das? Danke. Schön, dich wiederzusehen. Na, du bist natürlich meine Einzige. Oh, die Grabrede. König Bran vom Clan Tyrsech hat seine letzte Reise angetreten. An ihrem Ende erwarten ihn unsere glorreichen Ahnen. Gemeinsam werden sie auf Beutejagd gehen. Sie werden im Lagerfeuer die Großtaten aus vergangenen Zeiten rühmen. Vorerst bleibt er in unseren Herzen. Doch eines Tages werden auch wir gemeinsam mit ihm aufs Meer hinaussegeln. Beide noch. Das wird ein guter Tag sein. Du riechst wundervoll, passt hier einfach nicht, Entschuldigung. Also, auch wenn es vielleicht stimmen mag, aber du kannst geht's um Bran. Ja, er war ein geachteter Mann. Anders als seine Frau. Die Clans sind es, die Skellige ausmachen. In Kriegszeiten kämpfen sie Seite an Seite unter dem Banner ihres Königs. Wir haben Bran Lebewohl gesagt. Zeit, seinen Nachfolger zu küren, der uns zum Sieg gegen die Schwarzen führen wird. Die Tore von Kaer Trolde stehen allen offen, die Bran vom Clan Tyrsech ihre Treue schworen. Und es gibt genug Met und Fleisch für alle. Während des Leichenschmauses werden jene vortreten, die meinen, ein würdiger Nachfolger zu sein. Kommst du mit mir zum Leichenschmaus? Gern. Die Feste in Skellige. So berechenbar. Sabbernde Besoffene, großspurige Angeberei und dadurch unvermeidbare Schlägereien. Ja, ganz anders als die Bankette der Magier. Erinnerst du dich an das auf Tanith? Du warst da. Wie könnte ich es vergessen? Ich erinnere mich auch noch ganz genau daran, was nach dem Bankett passiert ist. Liest du schon wieder meine Gedanken? Außerdem mag ich, was ich da sehe. Also gerade das Laufen, ne, bei den, bei diesen Kleidern, das sieht schon manchmal sehr gestaucht aus. Hast du was in Velen herausgefunden? Hab mich in Velen umgesehen. Furchtbarer Ort.
Nachdem Ciri verletzt wurde, ist sie irgendwie in der Burg des örtlichen Machthabers gelandet, einem selbsternannten Baron. Verletzt? War es etwas Ernstes? Glaube ich nicht. Ihr geht es wohl wieder gut, denn der Baron hat sie nach Novigrad geschickt. Ich glaube, sie hat nach dir gesucht. Zuvor ist sie drei Mumen in die Falle geraten. Sie kann froh sein, dass sie ihnen entkommen ist. Mumen? Eher Kreaturen. Ich kann nicht genau sagen, was sie sind, aber sie sind gefährlich. Sehr sogar. Ich habe in Velen auch unsere alte Freundin Keira getroffen. Was um Himmels Willen macht Keira Metz in diesem Niemandsland? Versteckt sich vor den Hexenjägern. Sie sagte, ein Elfenmagier hätte dort nach Ciri gesucht. Gut, du musst mir mehr erzählen, wenn wir mehr Zeit haben. Ich war in Novigrad. Ciri war auch dort. Sie suchte einen Weg, um einen Fluch aufzuheben. Ist aber nicht mehr da. Bist du sicher? Hab es von Rittersporn gehört. Er hat kein Stück übertrieben. Weißt du noch mehr über diesen Fluch? Nicht viel. Ciri hat Ärger bekommen und ihr Vorhaben nicht zu Ende gebracht. Ich habe ein Phylakterium gefunden. Sie wollte es irgendwie verzaubern. Sehe ich mir später an. Also ich muss ja mal sagen, diese Kameraeinstellung ist... naja, ne? Oh, schöner Umschwenk. Das finde ich geil gerade. Diese verschiedenen Kameraeinstellungen, je nach Warten und Situation und Stimmung, das finde ich schon cool. Was mir jetzt gerade so einfiel, sie sieht ja richtig schick aus, die Yennefer, ne? Also, richtig on point, elegant, gefällt mir richtig gut. Aber in diesem Aufzug vergisst man, meiner Meinung nach, vergisst man absolut, dass sie eine Magierin ist. Oder eine Zauberin. Das ist geil, das hast du jetzt aus dem Kontext gerissen. Diese Kameraeinstellung ist ja... das finde ich cool. Das wäre jetzt was Gutes für so einen Zusammenschnitt, ne? Nee, aber... Ich vergesse bei ihr irgendwie immer wieder, dass sie eine Magierin ist. Oder eine Zauberin ist. Vielleicht kann sie uns ja noch helfen mit diesem einen Ding, was wir da bei dem einen Zwerg gefunden haben oben. Diese eine Figur, die ja nur magisch verwandelt ist, um da vielleicht wieder den Menschen herauszukitzeln. Weiß ich, ich hoffe, vielleicht. Mal sehen, keine Ahnung. Vielleicht können wir ja auch diesen Kristall noch geben, diesen blauen, den wir da haben. Vielleicht kennst du dich damit ja auch aus. Und du? Was hast du herausgefunden? Vor einiger Zeit ist etwas Seltsames auf Art Skellig geschehen. Eine Katastrophe. Durch eine Magieexplosion. Wirklich ungewöhnlich. Eine Anomalie. So etwas habe ich noch nie gesehen. Meine Intuition sagt mir, dass Ciri dafür verantwortlich ist. So sehr ich deine Intuition bewundere, Yen. Wir brauchen handfestere Anhaltspunkte. Ich wüsste es ganz sicher, könnte ich mir nur das Katastrophengebiet ansehen. Leider lassen Moissac und seine Druiden niemanden auch nur in die Nähe. Moissac ist der Kopf des Skelliger Zirkels. Hab ihn lang nicht mehr gesehen. Zuletzt, als Ciri ein kleines Mädchen war. Ich glaube nicht, dass er dir einen Gefallen tun wird. Nicht einmal der guten alten Zeiten wegen. Warum will Moissac nicht, dass du dir das Gebiet der Anomalie ansiehst? Nenn es eine Meinungsverschiedenheit. Eine große, laute Meinungsverschiedenheit. Sieh mal, Krach. Weißer Wolf. Sei gegrüßt, Krach. Wir treffen uns beim Leichenschmaus. Keine Ausreden. Ich muss mit dir über etwas Wichtiges sprechen. Geht's Eingang? Komm vorbei. Ich werde etwas in Schwarz und Weiß zur Trauerfeier tragen. Ich hoffe, du passt dich an. Sieh etwas an, das nicht nach Tausenden deiner Jagden riecht. Yen, ich hasse neue Wämse. Dauert ewig, bis die eingetragen sind. Und genau wie Krach dulde ich keine Ausreden. Wir sind nicht hier, um uns zu amüsieren. Wir müssen einige Dinge klären und sollten uns angemessen kleiden. Ich habe in der Taverne ein Zimmer gemietet. Da habe ich ein paar Kleidungsstücke für dich hingelegt. Such dir was aus. Währenddessen muss ich mich um ein paar Dinge kümmern. Wir treffen uns dann bei dem Eingang zu der Festhalle.
So machen wir das. Birna, Moisak. Oh Gott, jetzt haben wir noch ein paar Charaktere, die wir uns durchlesen. Und nach dem Durchlesen der Charaktere war es das dann erstmal für diese Folge. Damit dann auch für den Stream. Nur mal so als Vorankündigung. Birna. Und ich bin sehr, sehr stolz auf mich, dass ich den Clan-Namen Tyrsech oder Tyrsek richtig ausgesprochen habe beim ersten Mal, wo ich gelesen habe. Bin ich so ein bisschen, ne? Das ist ja immer schwierig bei diesen Namen aus Sprachen, die man, oder Dialekten, die man nicht kennt. Das ist dann schon ein bisschen, ja. Birna. Es kann schwierig sein, als Herrscherin den Respekt von Rittern und Kriegern zu erlangen, die an Zügel der Macht in weiblichen Händen nicht gewöhnt sind. Es kommt erschwerend hinzu, wenn man, so wie Birna, Witwe König Brans von Skellige, voller Verachtung für die eigenen Landsleute und deren Gebräuche ist. Auch wenn diese Einstellung angesichts der Tatsache einleuchten mag, dass die Gebräuche von Birna verlangt hätten, sich auf den Begräbnisscheiterhaufen ihres Gatten zu werfen. Tja, gerechtfertigt oder nicht? Birnas Ansinnen, die uralten Traditionen von Skellige umzugestalten, brachte die Jarls gegen sie auf und schmälerte ihre Chancen, dass man sich einst als erfolgreiche, geachtete Herrscherin wie Kalante von Syndra oder Mewe von Lyrien an sie erinnern würde. Ich kann es ein Stück weit verstehen, wenn man selber noch sehr gesund ist und noch viele Lenze vor sich hat, sich dann einfach so auf das Grabbett oder auf den Scheiterhaufen mit zu begeben. Das ist schon nicht einfach, weil jeder Mensch hat so dieses intrinsische Verlangen dazu, am Leben zu bleiben. Kann ich verstehen, aber ja, nützt nichts, ne? Also Bräuche sind nun mal Bräuche und sie hat ja die Wahl. Und wenn sie es nicht tut, was sie nicht getan hat, dann hat sie die Wahl, das so zu gestalten, wie sie das möchte, und dafür aber mit den Konsequenzen zu leben. Das kann sie wiederum dann nicht abwählen, die Konsequenzen. Das ist, ja. König Bran von Skellige lebte ein langes, ereignisreiches Leben. Als er schließlich spürte, dass er hinfällig wurde, ging er nur mit einem Messer bewaffnet in den Wald, um Bären zu jagen. So endete seine Herrschaft. Bran wird als ehrenhafter, respektierter König erinnert, auch wenn sich ehedem manche beschwerten, dass Bran lieber auf Beutefahrt ging, als sich um die Probleme der Inseln zu kümmern und dass er die Zunge seiner Frau zu schlecht in Zaum hielt. Einige sahen gar einen Zusammenhang und meinten, Bran ziehe die Schlachten auf dem Festland denen zu Hause vor. Das kann gut sein. Andererseits muss man einfach sagen, gut, es waren andere Zeiten damals. Obwohl auch hier merkt man schon teilweise sehr, sehr progressive Stimmungen, was ich ja sehr gut finde. Jetzt würden eben viele sagen, ja, okay, damals war das so, der Mann oder hier der König hatte die Zunge seiner Frau im Zaum zu halten. Ich finde aber eher das Zeug davon, dass er eben zwar schon an den alten Traditionen festhalten wollte, aber seine Frau, die Königin, ehemalige Königin jetzt anscheinend, ist ja genauso ein Mensch. Die hat ihren eigenen Kopf, die hat ihre eigenen Gedanken, die hat ihre eigenen Ansichten. Warum sollte er ihr jetzt das verbieten? Er kann, denke ich, schon verlangen von seinen Untergebenen, dass, oder von seinen Anhängern, dass sie zu unterscheiden wissen, was seine Ansichten sind und was die da seiner Frau sind. Und dass er ja als König, als die gewählte Person, nun mal das Sagen hat. Und damit ist es mehr oder minder auch völlig egal, was seine Frau für Ansichten hat in dem Fall. Genauso, wenn sie die Königin gewesen wäre, wäre es egal gewesen, was er an Ansichten hätte. Und das sollte man dann schon auseinanderhalten, finde ich. Krach an Kreid.
Die Sagen der Skellige sind voller Lobeshymnen auf Kriegsführer und tapfere Kriegerhelden vergangener Zeitalter. Doch die Sage von Krach, Jarl der Ankreiz und Herr von Kertholde wird sie alle überstrahlen. Sie wird von seiner Stärke, seinem Mut, seiner Weisheit, seiner Barmherzigkeit, seiner Treue gegenüber Verbündeten sowie seiner Unerbitterlichkeit gegenüber seinen Feinden erzählen. Sie wird sicherlich auch einige Übertreibungen enthalten, denn Krach, der mächtigste Jarl von Skellige, besaß tatsächlich alle Eigenschaften eines wahren Helden. Sein Name ließ seine Feinde erzittern. In Nilfgaard wurde damit sogar kleinen Kindern Angst eingejagt und jeder dort sprach in flüsterndem Ton von dem berüchtigten Tyrd Ysmyr, dem Wildschwein der Meere, das bei seinen ebenso zahlreichen wie grausigen Überfällen ganze Küstenstriche in Schutt und Asche legte. Geralt hatte Krach schon seit langer Zeit gekannt. Schon seit Krach, damals noch ein junger Mann, um die Hand der jungen Pavetta anhielt, Ciris Mutter. Moissac. Die meisten Druiden in Skellige haben nichts mit dem tief verwurzelten Klischee eines graubärtigen alten Mannes in weißer Robe zu tun, der sich vor heiligen Eichen verbeugt, Wyvern zähmt und die örtlichen Machthaber drängt, der Liste geschützter Monster eine weitere Art hinzuzufügen, wie es auf dem Festland gepflegt wird. Moissac, Geralts alter Bekannter, war in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Dieser langbärtige, spindeldürre Mann war der Anführer des Druidenzirkels von Skellige. Zur gleichen Zeit beriet er den Jarl Krach Ankreiz in magischen und mystischen Fragen und stand ihm auch bei anderen Themen mit Rat und Tat zur Seite, wobei er von ihm ein überlegteres Handeln verlangte als einen gut platzierten Haken oder eine gut geschwungene Axt. Moissac war bekannt für seinen Starrsinn und eine für einen Skelliger seltene Neigung, alle möglichen Folgen einer Handlung zu überdenken. Das wiederum bedeutete, dass ein Gespräch mit ihm einige Zeit und Geduld in Anspruch nahm. Klingt spannend. Tja, so, mitnehmen darf ich jetzt nichts, ne? Hab ich gehört. Triff dich beim Eingang zum Tor. Der König ist tot. Lang lebe der König. Ja, gut. Und wie gesagt, mit diesem Ausblick, mit diesen Worten, ist dann die halbe Stunde auch schon wieder vorbei. Plus minus ein paar Minütchen. Und damit heißt es für mich jetzt, Abschied zu nehmen für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.